halte ich meine Diät wirklich durch. In diesem Video zeige ich euch alle meine Top-Diät-Tipps, wie ich meine Kaloriendefizitphase gerade richtig gut durchhalte. Und wie ihr vielleicht schon wisst, mache ich ja gerade einen 4 Wochen Mini-Cut aufgrund meines Urlaubs, der sehr, sehr bald ansteht. Und ich fliege nach London und danach 10 Tage nach Miami. Und genau, deswegen mache ich diesen 4 Wochen Mini-Cut. Und in diesem Video möchte ich euch einfach nochmal zeigen, wie genau ich das Ganze wirklich plane und wie ich das Ganze richtig gut durchhalte. Und möchte euch einfach ein paar gute Tipps mitgeben, die mir wirklich helfen dabei, das Ganze einfacher zu gestalten. Wenn du gerne abnehmen möchtest, aber irgendwie nicht so richtig weißt, wo du anfangen sollst oder allgemein ein paar mehr Infos zu dem Thema haben möchtest, dann lade dir doch gerne mein kostenloses Abnehmen 1x1 herunter. Den Link dazu findest du unten in der Infobox. Das ist ein 14-seitiges Handbuch, da habe ich einfach nochmal die Grundlagen beschrieben. Ihr kriegt einen Habit-Tracker, einen Mahlzeitenplaner, ihr kriegt eine Einkaufsliste, ihr kriegt alles, ja, viele verschiedene Dinge, die ich da irgendwie noch mit reingetan habe. Und das Ganze findet ihr kostenlos in der Infobox des Videos. Braucht ihr euch einfach nur darunter laden. Der allererste Punkt, mit dem ich gerne starten möchte, ist das Thema Intervallfasten. Intervallfasten ist eine Ernährungsform, würde ich sie mal nennen. Es ist keine Diät, es ist einfach eher eine Ernährungsform, bei der man sich für einen bestimmten Zeitraum an die Regel hält, dass man halt in diesem Zeitraum nichts isst. Also ich mache zum Beispiel das 16-8-Fasten und das mache ich jetzt gerade in meiner Kaloriendefizitphase wirklich ein bisschen strenger. Normalerweise mache ich das relativ natürlich, weil ich morgens immer nicht ganz so viel Hunger habe und ich habe eigentlich immer nicht so richtig Bock auf mein Frühstück. Also ich könnte niemals um 8 oder 9 Uhr schon was essen. Ich esse automatisch meistens meine erste Mahlzeit immer so gegen 11. Und jetzt in der Diätphase mache ich wirklich das 16-8 Fasten. Das bedeutet, 16 Stunden esse ich gar nichts. Also ich nehme in diesen 16 Stunden keine Kalorien zu mir, auch nicht in flüssiger Form. Und dann gibt es ein Zeitfenster von 8 Stunden, in der ich sozusagen dann ganz normal essen kann. Das bedeutet, dass ich meine letzte Mahlzeit dann meistens so gegen 19:30 bis 20 Uhr esse und dann fängt sozusagen die Fastenperiode an und dann habe ich meine erste Mahlzeit des Tages so gegen 11:30 bis 12 Uhr, immer je nachdem, wie es gerade passt mit dem Arbeiten. Aber das sind dann immer so meine Essenszeiten. Das Einzige, was ich morgens trinke, und ich weiß, das ist nicht so 100% fastenkonform, aber ich mache es trotzdem, ich trinke meinen Matcha mit ein bisschen Sojamilch. Und ich weiß, dass man eigentlich in der Fastenperiode gar keine Kalorien zu sich nehmen sollte, aber ich möchte einfach nicht darauf verzichten und ich mache das Intervallfasten auch vor allem, also natürlich auch wegen der Vorteile, die das Fasten mit sich bringt, aber vor allem auch einfach, um ein kleineres Zeitfenster zu haben, in dem ich dann sozusagen meine ganzen Kalorien essen kann. Und ich persönlich komme damit super zurecht. Ich mache Intervallfasten, würde ich sagen, total intuitiv, schon seit ungefähr 4 Jahren. Und ja, es hilft mir einfach, irgendwie mein Gewicht zu halten, und in Diätphasen hilft es mir einfach, mein Kaloriendefizit auch einfach besser einzuhalten. Und anlässlich des Weltfrauentags, der am 8. Mai war, habe ich ja auch schon auf meinem Instagram angekündigt und in meinem E-Mail-Newsletter, möchte ich das aber auch nochmal hier ankündigen. Ihr spart gerade 50 Euro auf mein E-Book Reverse Dieting Roadmap, dein Stoffwechsel Boost Guide. Und viele haben mich auch immer wieder gefragt, auch bei Instagram, wie ich denn überhaupt 1800, 1900 Kalorien in der Diätphase essen kann. Ist ja super viel, das ist deren normaler Erhaltungsbedarf. Und die Reverse Diet, beziehungsweise der Stoffwechselaufbau, den ich damals gemacht habe, ist genau der Grund, warum ich jetzt überhaupt so viel essen kann. Früher in meinen Diäten habe ich nur 1200, 1400 maximal essen können, weil immer, wenn ich mehr gegessen habe, weil mein Stoffwechsel so langsam war, habe ich sofort zugenommen, also, oder ich habe einfach gar nicht mehr abgenommen. Und das war wirklich für mich so ein richtiger Gamechanger nach diesem Stoffwechselaufbau, dass ich halt jetzt einfach viel, viel mehr essen kann und auch meine gesamte Angst vor dem Mehressen verloren habe. Und ich erzähle ja normalerweise auch gar keine Kalorien. Ich esse ja total intuitiv, außer wenn ich jetzt zum Beispiel in so Defizitphasen bin. Aber wenn ich ganz normal auf Erhalt bin und ganz normal trainieren gehe, dann kann ich mittlerweile auch komplett intuitiv essen. Und all das, also wie ihr einen eigenen Stoffwechselaufbau durchführt, wie ihr intuitiv essen könnt, wie ihr wirklich die Angst euch nehmt vor dem Mehressen, all das habe ich in meinem E-Book beschrieben. Und wie gesagt, mit dem Code WOMAN könnt ihr gerade für eine kurze Zeit 50 Euro auf den Originalpreis sparen. Ihr gebt einfach den Code WOMAN bei dem Bestellprozess ein und schon werden euch 50 Euro abgezogen. Und den Link zu meinem E-Book findet ihr unten in der Infobox. Next ist Volume Eating. Habe ich auch schon sehr oft auf diesem Channel besprochen, darf aber auch in meinem Diätvideo einfach nicht fehlen, weil das ist eine wichtige Grundlage, wie ich trotzdem in der Diät viel essen kann und viel zum Kauen habe, aber trotzdem meine Kalorien einhalte und teilweise wirklich riesige Portionen esse, die nur 300, 400 Kalorien haben, einfach durch das Prinzip des Volume Eatings.
Beim Volume Eating isst man große Portionen an Lebensmitteln, die aber eigentlich wenig Kalorien haben. Nicht eigentlich, warum sage ich eigentlich? Die wenig Kalorien haben. Zum Beispiel sind wirklich richtig tolle Volume Foods Blattgemüse wie Grünkohl, Spinat, Rucola oder allgemein irgendwelche verschiedenen Salate, Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, aber auch Früchte wie zum Beispiel Wassermelone, Beeren und Äpfel oder zum Beispiel Wurzelgemüse wie Süßkartoffeln, Kartoffeln und Karotten. Und viele denken immer, Kartoffeln haben so viele Kalorien. Kartoffeln sind das Nummer 1 Diätfood. Leute, Kartoffeln haben von allen Lebensmitteln den höchsten Sättigungsgrad und dazu kann man auch noch sagen, dass Kartoffeln auf 100 Gramm wirklich wenig Kalorien haben, nämlich 74 Kalorien auf 100 Gramm und esst mal 300 bis 400 Gramm Kartoffeln, dann seid ihr pappsatt. Also Ofengemüse mit Ofenkartoffeln, eines meiner absoluten Lieblingsgerichte, egal ob in der Diät oder ganz normal. Andere Volume Foods sind zum Beispiel auch Suppen oder allgemein Brühe mit zum Beispiel Gemüse drin oder so oder aber auch zuckerreduzierter Joghurt bzw. Joghurt ohne Zucker. Weil ganz ehrlich, ich möchte auch in der Diätphase viel essen können. Erstmal damit das natürlich einfach, ja, dass die Mahlzeit ein bisschen länger geht und nicht nur irgendwie 2 Minuten und dann denkt man sich so, geil, das waren jetzt 500 Kalorien. Sondern natürlich auch, weil, ja, man möchte einfach mehr kauen, man möchte das Essen länger genießen und ich finde, das Prinzip des Volume Eatings ist dafür einfach perfekt. Der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist, dass ich meine Mahlzeiten im Voraus plane. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass eine erfolgreiche Diätphase, in der man abnehmen möchte, in der man seinen Körperfettanteil reduzieren möchte, wirklich von einer Planung profitiert und die Planung da wirklich das A und O ist. Ich versuche in dieser Phase, wo ich meinen Körperfettanteil reduzieren möchte, wirklich nichts dem Zufall zu überlassen. Also ich plane meine Mahlzeiten meistens schon mit der Yasio-App, das wisst ihr ja, ich liebe die Yasio-App. Und genau, da trage ich einfach schon am Vorabend alles ein, was ich gerne am nächsten Tag essen möchte und so kann ich auch direkt meine Makros tracken, so kann ich direkt meine Kalorien tracken und sehen, okay, wenn ich die Mahlzeit esse und den Snack und die Mahlzeit etc., dann komme ich auf meine 130 Gramm Proteine und auf meine 1800 bis 1900 Kalorien, die ich in der Diät gerade esse. Falls du gerade auf der Suche bist nach einer wirklich super Kalorienzähl- oder auch Makrozähl-App, dann kann ich dir Yasio wirklich nur ans Herz legen. Und ihr wisst, 40% Rabatt gibt es immer über meinen Link in der Infobox. Den findest du einfach, ja, den Link in der Infobox oder im angepinnten Kommentar kann ich den auch nochmal hinterlegen. Und ich liebe Yasio, ich nutze diese App jeden einzelnen Tag. Ihr habt einen Intervallfasten-Timer, also das heißt, wenn ihr Intervallfasten starten möchtet, könnt ihr es da auch genau tracken und dann sagt der Timer euch, wann ihr essen könnt. Und ihr könnt da so viele Sachen halt auch mit messen. Zum Beispiel könnt ihr auch euer Gewicht eintragen. Das mache ich zum Beispiel jetzt auch. Ihr könnt eure Makros tracken. Ihr habt eine riesige Lebensmitteldatenbank. Ihr habt tausende von Rezepten für jede verschiedene Ernährungsweise. Ich bin ein kleines Fangirlie von dieser App. Und ja, falls ihr irgendwie 40% sparen möchtet, Link in der Infobox. Der nächste Punkt, den habe ich auch schon sehr, sehr oft gepreacht und auch in meinen letzten Videos erklärt. Und in meiner Diät esse ich 130 Gramm Proteine, das sind 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Ich habe am Start meiner Diät 65 Kilo gewogen, das mal 2 gleich 130 Gramm. Und Proteine sind einfach das A und O in der Diät, nicht nur um die vorhandene Muskelmasse zu schützen, sondern auch, weil sie einfach sehr lange satt machen. Und Proteine haben den höchsten Thermic Effect of Food von allen Makronährstoffen. Das bedeutet, bei der Verstoffwechselung und bei der Verdauung von Protein verbrennt unser Körper am meisten Kalorien. Also mehr Kalorien, als wenn wir Kohlenhydrate oder Fette verbrennen. Wenn du wissen möchtest, wie ich auf 130 Gramm Proteine jeden einzelnen Tag in meiner Diätphase komme, dann schau dir auf jeden Fall nach diesem Video dieses Video hier an. Das verlinke ich euch aber auch nochmal unten in der Infobox. Der nächste Punkt, wie ich meine Diät wirklich gut durchhalte, ist das Mindset. Ja, wer hätte es gedacht, das Mindset spielt in jeder Diätphase eine riesige Rolle. Ich habe nämlich so oft wie es nur geht mein Ziel vor Augen und weiß wirklich, warum ich das Ganze mache. Warum mache ich diesen 4 Wochen Mini-Cut? Und ich muss sagen, auch mir fallen Diäten nicht super einfach. Das ist nicht einfach so, oh ja, ich reduziere meine Kalorien und alles easy peasy. Auch ich habe Tage, wo ich natürlich manchmal ein bisschen schwächer bin, obwohl ich meine Kalorien ja gar nicht so drastisch runterschraube. Aber natürlich, man merkt es schon, dass man im Defizit ist und dass man zum Beispiel beim Sport auf einmal nicht mehr persönliche Rekorde aufstellen kann, weil das funktioniert halt meistens im Kalorien
Kaloriendefizit nicht so gut. Mein Mindset-Shift ist dann aber immer, okay, es ist nur für eine festgelegte Zeit, es sind nur ein paar Wochen und dann kann ich wieder theoretisch normal essen. Ja, also kann ich dann ja machen. Und ich habe ein Ziel vor Augen, ne, für Miami meinen Körperfettanteil ein bisschen noch zu reduzieren, weil ich ja jetzt auch gerade 2 Monate im Aufbau war, wo ich wirklich sehr viel gegessen habe. Und das mir so ein bisschen vor Augen halten, das hilft mir wirklich sehr doll. Der nächste Punkt ist Restaurantbesuche, weil vielleicht gehst du auch mal in der Diätphase ins Restaurant oder du weißt nicht so richtig, wie du damit umgehen sollst. Und ich für meinen Teil gehe auch in Diätphasen oder wo ich einfach ein bisschen weniger esse oder auf meine Ernährung mehr achte. Ich gehe trotzdem ins Restaurant, weil ich nicht mein gesamtes Sozialleben pausieren möchte, nur weil ich auf Diät bin. Und mit ein paar Tipps und Tricks kann man das wirklich auch gut strukturieren und gut durchhalten. Im Restaurant versuche ich wirklich bewusste und achtsame Entscheidungen zu machen, lese mir die ganzen Zutaten natürlich auch relativ gut durch und wähle dann meistens ein Gericht, was viel Gemüse hat erstmal, was einen natürlich auch satt macht, was nicht nur so eine kleine Mini-Portion ist und dann auch was eine gute Proteinquelle hat. Letztens hatte ich zum Beispiel in meinem Lieblingscafé hier in Lissabon Komoba. Es ist echt mega der Hit, das Café, falls ihr mal hier seid. Besucht das auf jeden Fall. Da hatte ich eine super leckere Healthy Bowl mit Hummus und Tempeh. Einfach nur mega, mega lecker. Und es hat mich so pappsatt gemacht und war wirklich sehr gesund. Wenn ich zum Beispiel abends ins Restaurant gehen möchte, dann bin ich tagsüber ein bisschen achtsamer mit meinen Kalorien und achte wirklich darauf, dass ich für abends wirklich noch ein bisschen mehr Kalorien als normalerweise übrig habe. Und dann wähle ich ein leckeres, aber gesundes Gericht. Und dann kann ich auch ganz normal den Restaurantbesuch genießen. Meistens lasse ich im Restaurant dann zum Beispiel die Vorspeise weg und esse wirklich einfach nur das Hauptgericht. Aber ich hatte jetzt auch hier Tage, wo ich mit Freunden unterwegs war, wo ich mir auch noch ein Dessert gegönnt habe. Ich habe zwar nicht das Ganze gegessen, aber ich habe es mir zum Beispiel mit einer Freundin geteilt. Und das sind so kleine, achtsame Entscheidungen, die man dann halt machen kann, dass man einfach dann nicht so super viele Kalorien aufnimmt. Genau, also trotzdem auch in der Diätphase sein Leben ganz normal genießen kann und trotzdem auch auswärts essen kann. Wie gesagt, mein 14-seitiges kostenloses Abnehmer-Mal-1 findet ihr unten in der Infobox. Einfach nur auf den Link klicken und dann könnt ihr euch das easy peasy runterladen. Und wenn ihr jetzt noch wissen möchtet, wie ich 130 Gramm Proteine in meiner Diätphase esse, dann schaut euch auf jeden Fall gerne jetzt dieses Video hier an. Hier habe ich wirklich alle meine High-Protein-Tipps und Tricks, meine Lieblingssnacks, meine Lieblingsgerichte aufgelistet und zeige euch ganz genau, wie ich auch mit 1800 Kalorien wirklich auf diese 130 Gramm Proteine komme. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls das der Fall ist. Und ja, ich hoffe, ich sehe euch auch im nächsten Video. Macht's gut, meine Lieben.